kann mich eigentlich nur wiederholen. Ich liebe solche Spiele, aber es wird bestimmt. Ich werde die wohl nie aufhören zu Let's Playen, weil. Ah, oh, da ist sie wieder. Oh, jetzt werde ich euch zeigen, wie man richtig spielt, warte. Wuhu, bin ich gut. Nein, ich bin doch nicht so gut. Oder bin ich gut? Warte, ich muss immer selbst gucken, ob ich gut bin. Hm, doch, scheinbar schon. Irgendwie bewegt er sich auch viel besser und viel schneller. Jo, ich weiß jetzt, warum ich nur einen Stern bekommen habe. Weil der war in 5 Sekunden 1000 Mal besser als ich in einer Viertelstunde. Und das ist der Grund, warum ich sowas nicht mehr spielen werde, weil es bestimmt langweilig für euch ist. Wieso kann ich hier oben? Ich drücke einfach mal. Scheinbar habe ich irgendwas jetzt freigeschaltet oder so. Oder ich kann nur... Ah, nee. Okay. Das ist natürlich langweilig. Wir wollen natürlich weitermachen, ne? Und ich hoffe, ich muss von vorne anfangen. Ah, guck mal, jetzt... Ja, okay, dann zeigen wir jetzt, wie gut wir sind. Ich kriege keine Kombos. Warum kriege ich keine Kombos? Kombos. Dann muss ich ja irgendwie schneller kaputt hauen. Wieder keine Kombos. Okay, scheinbar bin ich ein zu alter Mann, um ohne Anleitung klarzukommen. Dabei habe ich als Kind auch immer geschafft. Aber jetzt irgendwie kriege ich keine Kombos zustande. Vielleicht muss ich ganz knapp irgendwie an den Teil vorbei. Wuhu, wuhu. Nein. Gib mir... Nein, du sollst auch sterben. Oh Mann, ey. Du kannst doch mal sterben. Die Musik ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich habe, complete... Was? Sondern... Hallo, ich bin ein hässlicher Manga-Fritze. Hey, du kommst bestimmt nicht aus Japan. Wieso nicht? In Japan würde niemand so hässliche Sachen zeichnen. Doch. Nicht jeder hier ist begabt. Nimm mir nicht meine Illusion hier. Ich bin viel zu romantisch dafür. Ah, ah, ihr werdet alle sterben und dann werdet ihr nach unten krachen. Und dann werden sich welche sonnen und dann plötzlich werden sie denken, oh Schatz, was ist denn da oben? Guck mal, eine Sternschnuppe. Oh, lass uns was wünschen. Boah, I'm tot. Genau das habe ich mir gewünscht. Und ja, ich kann nur diese beiden Stimmen. Frauen hören sich bei mir immer so an. Und was kreischen die? Ich meine, die Vögel können doch nur oder so machen. Wie viel Geschichte kann man da nicht reinbinden? Ich kack dir gleich aufs Cockpit. Wenn du das tust, dann... dann ist mein Cockpit ganz schön dreckig. Oh, Leute. Nee, ich krieg irgendwie nicht. Vielleicht muss ich ja hier zwei, dreimal hinstehen und her schießen. Bam, bam, bam. Ich krieg immer nur mal zwei. Ich weiß es auch nicht. Bam. Fail. Fail. Wir wollen dir nochmal schön sagen, dass du failst. Du bist hässlich und doof und du failst. Haben wir dir schon gesagt, dass du kacke bist? Mann, du bist ja echt schlecht. Du solltest dich echt schämen. Oh mein Gott, bist du schlecht. Mann. Der ist echt schlecht. Mann, ich schäme mich, ein Mann zu sein. Woher wisst ihr, dass ich ein Mann bin? Vielleicht bin ich einfach nur eine Frau mit sehr, 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 sehr tiefer Stimme und Hirn. Was? Das bezweifle ich doch stark. Bam! Oh mein Gott! Du hast einen Witz gegen Frauen gemacht! Ach, halt die Fresse, Schlampe. Willst du nicht zu mir kommen? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Mr. Asozial! Wie kannst du nur hier auftauchen? Wieso? Du hast mich hervorgerufen mit deinem Anti-Frauenwitz. Ich mache nie Frauenwitze. Jo. Kommt mal wieder. Wer will was sagen? Wer will was sagen? Wo kommst du überhaupt her? Muss ich dich nicht vorher gesehen haben? Und wie kann hier Captain Baloo eigentlich immer gegen so riesen Teile ankommen? Oh fuck, kann er nicht. Scheinbar. Wenn du nicht gegen Frauen bist, dann bin ich da, bist du mein Feind. Sollen wir nicht alle lieb haben? Du Hippie.
Ich töte dich. Ja, das versuchst du schon die ganze Zeit, du Idiot. Aber jetzt schaffe ich's. Weil ich daneben schieße. Nee, doch nicht. Juhu. Bam. Oh mein Gott. Du bist nicht nur hässlich und scheiße, du bist auch noch feige. Haha, niemand mag dich. Komm auf meine Seite. Niemals. Ich bin nämlich noch einigermaßen gut gezeichnet. Also für dieses Spiel. Nein, bist du nicht. Ja, ja, komm. Ich schaff das. Ich bin ganz schön schlecht. Ich hoffe nicht mal das erste Level jetzt. Ah! Bäm! Na warte, ich werde wiederkommen. Und dann... Oh! Nein, wirst du nicht! Solange es Frauenlogik gibt, wirst du niemals wiederkommen. Ah, durch so welche Sprüche wirst du mich immer wieder beleben, wie Jason. Yes! Ein Stern! Oh mein Gott, bin ich hässlich! Jetzt habe ich mich im Spiegel gesehen und gebe dir recht. Minicoin 8, 9, Bitcoin 11, Bitcoin? What? Ja, willkommen zur Ritze. Links sehen Sie hässliche Bäume, rechts sehen Sie hässliche Bäume, dazwischen sind Zwischenräume. Sie werden von unseren Animateuren jetzt gerade versucht zu... Keine Ahnung, was haben die eben versucht? Mich zu begrüßen. Aber sie haben sie erschossen. Das ist nicht sehr nett. Warum machen sie das? Sind sie im Arsch? Nein! In mir schlummert das Asozialgehen. Aber ich versuche mich dagegen zu wehren. Komm auf die Seite des Asozialen. Nein! Und wenn ich 6 Filme dafür machen muss, ich werde meine... Was ist eigentlich meine... Was will ich eigentlich? Ich werde meine... Oh, eine Frau! Oh, Entschuldigung. Ah, siehst du, ist doch toll, du bist doch super. Gibst du jetzt zu, dass Feministen die Besten sind? Nein. Oh mein Gott, du bist so ein Chauvinist. So bekommst du aber nie eine Frau, Kleiner. Warum kann ich nicht originell und individuell sein? Warum darf ich nicht bleiben, wer ich bin? Du darfst. Oh mein Gott, die Werbung kommt. Hey, ja, mit diesen Du darfst Sachen bist du echt, halbst du dünn und musst nicht mal kotzen. Ich muss eh nicht kotzen. Ich habe ein kleines Flugzeug mit unendlich Ammo. Boom und Riesenbomben, die als Falle-Symbol dienen, ey. Ich bin so ein Kerl. Wohnungschance. Natürlich sofort gefällt. Oh Mist. Die Assi-Power überrennt mich. Ich komme jetzt wieder überhaupt nicht hier klar, weil ich wieder nicht erkenne, was was ist. Und ich bin so geldgeil, Mann, ey. Ich sag jetzt mal nichts, sonst mache ich mich wirklich über welche wieder lustig. Ich bin Dagobert. Hi! Ich habe mich operiert. Bin ich jetzt hübsch? Nein, du bist immer noch hässlich. Oh mein Gott! Oh, du bist so assi. Ich weiß, verdammte Scheiße. Werd ein Mädchen und du siehst vielleicht gut aus. Oh mein Gott, das war jetzt doppelt gemein. Hallo. Ich kann dir helfen. Wer bist du? Ich kann dein Gehirn schmelzen und dann wirst du so dumm wie alle anderen. Oh, und das bedeutet... Dann wirst du nie wieder assi, aber wirst auch keinen eigenen Willen mehr haben. Ich werde dann Freunde haben und die Leute werden mich respektieren. Aber ich werde keinen freien Willen mehr haben. Das ist schwer, ich muss mich erstmal entscheiden. Ja, aber du musst dich bald entscheiden, denn die ganzen... Normalos Gesellschaftsdinger Ballons wollen die Ritze füllen. Oh, Bonuschance! Ich schaffe es! Yay! Mit mal 2, ich bin so gut! Komisch, ich werde nicht ich failed! Siehst du nicht, dass du failst? Du brauchst die Leute! Ich weiß nicht, brauche ich die Leute wirklich? Du wirst in der Gesellschaft nicht überleben. Sie werden dich zerreißen. Merkst du das nicht? Ach, aber warum? Warum kann ich nicht so bleiben, wie ich bin und trotzdem Freunde haben? Dafür musst du ins Internet gehen. Internet? Ja.
Aber da habe ich Angst vor Trollen. Du musst erwachsen werden. Du musst die Angst vor Trollen fallen lassen. Ja, das werde ich. Ich werde jetzt meine inneren... Ich bin so ein Idiot. Aber was mache ich jetzt? Erstmal schaffst du es nicht durch diesen Hagel von Super... Was ist das? Das ist Beginner, verdammte Scheiße. Wer denkt sich so ein To-Scheiß aus? Achtung, der Obertroll kommt. Wenn ich den besiege, dann werde ich anerkannt? Ja, dann kannst du dich sogar bei Forschern anmelden. Hallo, ich bin Gott. Gott, was willst du? Ich werde alles auf dich hetzen, wenn du bei Forschern raufgehst. Aber warum? Weil sie das verkörpern, was ich nicht mag. Freiheit, Freude und immer Kind bleiben. Ja, und ein bisschen auch krankhafte Fetische. Du sollst ja nur auf Forschern bleiben und nicht auf andere Schanz gehen. Ja, okay, hast recht. Oh shit! Surprise Butt Sex! Gott steht drauf! Nein! Ich hab's nicht geschafft, eins zu werden mit dem Internet. Gott hat mich mal wieder geowned. Ich hab mehr Punkte gemacht, aber die Trolle waren stärker. Eines Tages werde ich aber es schaffen und eins werden mit der Welt. Ich werde mich, wie soll man sagen, hervorheben und nach draußen gehen und mich besser fühlen als alle anderen. Ich werde auf die Leute zeigen und sagen, Wihabu. Und die sagen, das kannst du nur wissen, weil du im Internet warst. Und dann sage ich, trotzdem bleibst du einer. Ach ja, und dann gehe ich zum Cosplay-Veranstaltung und lache die Leute aus, die mit einem extrem schlechten Kostüm davor antreten und sage, ist euch denn nichts peinlich? Doch, meine Mutter. Und dann sage ich, das tut mir leid, warum? Ja, weil die total hip ist und cool und auf Twitter geht. Und dann haue ich hier eine rein. Und dann bin ich ein Schlägertyp, weil ich eine Frau eine Ohrfeige gegeben habe. Und dann komme ich ins Gefängnis und dann muss ich mich da verkaufen für Zigaretten, obwohl ich nicht rauche. Und dann muss ich Zigaretten weiterhandeln und dann werde ich voll der Mongol. Und dann mache ich Monopol. Und durch die Zigarettenmonopole dann kann ich gezielt Leute vergiften. Und dann werden alle, die mir mal was angetan haben, werden sterben. Ganz schmerzhaft an Lungenkrebs. Und am Ende werde ich dann da sitzen, die Hand reichen und sagen, und, willst noch Gott doch was sagen? Ja. Ja, Pech, ich bin Atheist. Und dann sterben sie. Und ich werde der Gewinner sein. Leb deinen Traum, denn es wird wahr. Okay, das war random. Und wie dieses Spiel. Und ich werde nicht diesen zweiten Stage schaffen, weil am Ende Tohu mir ins Tohu tohut. Das ist die Sprache der Schlümpfe und heißt, kotz mich an, ich bin ein Prinz und vielleicht werde ich dann ja ein Frosch. Mal schauen. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr selbst spielt. Macht ein Let's Play und zeigt mir, wie es richtig geht und ich werde euch dann schön einen Comment machen. Ja, oder so, oder fick dich, hast eh kein Leben. Irgendwas, um zu zeigen, dass ich nicht kritikfähig bin und beleidigt in der Ecke sitze und sage, ihr könnt mich alle mal. Aber egal. Ich habe New Record und das kann auch nicht jeder von sich sagen. Alle, die zum Beispiel nicht spielen, denen wird das nie gesagt. Also stell dir vor, jemand spielt nicht und ist kein Sportler. Und der geht dann jeden Tag zur Arbeit. Dann geht nicht der Chef hin und sagt, hey, Schröder, Sie haben echt extrem viele Akten bearbeitet. New Record! Nein, der wird er niemals hören. Schröder wird ewig im Keller sitzen und verfaulen mit meinen Zigaretten. Aber okay, ich spoilere euch zu viel. Ich wünsche euch viel Spaß und ich werde wohl kein solcher Spiele mehr spielen. Ich suche mir wieder Sachen aus, die ich mehr weniger kann. Ich habe keine Ahnung. Warum hört ihr überhaupt noch zu? Macht aus. Ihr wartet nur darauf, dass ich aufmachen muss, weil gleich 15 Minuten da sind. Aber das ist mir egal. Ich werde das durchhalten, denn ich habe die Macht von The Aviator. Nein, habe ich nicht. Das ist ja das Traurige. Ich gehe mich ritzen. Tschüss.